Salut Seja. Hallo Thomas, danke mal für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Seja Eckler, den Namen müsst ihr euch merken. Wir kennen uns schon seit 2 Jahren, habe ich festgestellt. Ja, genau. Ich bin mal an der Zugemesse einen kleinen Auftrag für einen Shop, der Badezubehör und Dekorationsmaterial verkauft. Genau, richtig, ja. In dem arbeitet deine Mutter. Genau. Und der hat gesagt, ja, ihren Sonntag auch fotografieren. Ich so, ja, ja, das sagen alle, oder? Ja, dann mache ich die Lehre beim Grau zu. Und ich so, okay, in dem Fall nimmt er das schon ein bisschen ernster. Und habe das Visitenkarte gegeben. Dann sollen wir mal anrufen oder schreiben, wenn wir fotografieren. Dann sind wir mal zusammen Zug am See und fotografieren. Ja, ich glaube, zuerst Luzern und nachher Zug am See. Könnt... Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt, du bist noch 15, jetzt bist du 17. Ja, genau, richtig, ja. Und der kommt jetzt an einem 15-Jährigen, wie man ihn halt wahrscheinlich so optisch sich das vorstellt. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich das Mund aufgemacht und dachte, ui, der ist ja der ist schon ganz anders unterwegs als ein 15-Jähriger, der einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, der so ein bisschen scheu ist. Du hast genau, der hat schon gewusst, was du willst. Ja, ich war echt sehr früh bewusst gewesen, was ich machen will und was meine Passion ist und die zu verfolgen. Das ist so sicher mein... Du machst Outdoor-Fotografie und Extremsport, sagen wir. Ja, also ich probiere halt das zu fotografieren, wo die meisten nicht unbedingt fotografieren oder nicht unbedingt können fotografieren. Mhm. Also an die Orte hinzugehen, in der Schweiz zum Beispiel jetzt momentan noch, wo halt ein bisschen schwierig ist, und das zu verbinden mit einer coolen sportlichen Aktivität, wo meistens ein bisschen extremer ist als sonst amigs. Dort, wo kein Bändchen anfährt. Das definitiv auch, ja. Okay. Dort, wo nicht unbedingt halt die meisten hinkommen oder zum Beispiel auch keine Touristen hinkommen, mehrheitlich. Aha. Dein Logo habe ich noch schnell genommen, oben dran als Matterhorn drauf. SDF ist 2016. Ja, genau. Ja, genau. Also, das ist jetzt 2 Jahre im Prinzip. Also, dort habe ich so das Logo entworfen, ja, und auch so halt meine Webseite gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist es eigentlich so ein bisschen ernster geworden, kann man sagen. Aber fotografiert du schon seit längerem? Seit etwa 5-6 Jahren. Okay, gut. Ja, genau, da so mich. Aber das ist jetzt dann hinter mein altes Logo, jetzt mein neues, wird dann auch so. Mhm. Oder wenn ich es auf dem Rücken habe, dann auch noch. Ja. Und jetzt bin ich dann einfach ein bisschen am Schauen, was es dann genau aus dem wird. Weil das Logo ist logisch ein bisschen veraltet, kann man sagen. Noch 2 Jahre. Ja, genau. Eben, du bist 17, du bist vor allem auf Instagram sehr aktiv. Ich habe mal noch geschaut, bei YouTube ist es noch nicht so gross und bei Facebook praktisch nichts. Aber ich glaube, das zeigt einfach, dass die Jungen nicht auf Facebook sind. Das zum gewissen Teil schon. Und wir sicher, das Facebook reizt mich nicht so stark, wie man halt wie das Instagram reizt. Instagram ist sehr, sehr simpel. Man hat einfach ein Foto, man hat einen kleinen Text dazu. Und dann hat sich das. Es ist eigentlich mehr auf Fotografie orientiert. Bei Facebook gibt es so viele andere Sachen, aber mich halt nicht interessiert. Ja, es hat auch einen Haufen Müll, und einen Haufen Zeug mit, die man gar nicht mitbekommen will. Bei Instagram auch, ja, ist es halt gezielt auf Fotografie so gesehen. Ist es schon auch der Grund, so, dass viele Fotografen finden. Ja, genau, richtig, genau. Ja, und jetzt steht ein Adventure Photographer, Professional Funhafer. Das sieht man, wenn man deine Videos anschaut, dass du Spass hast. Das finde, genau, ich das Coole, dass du, wenn du noch jung bist und noch keine Verpflichtungen hast, dann gehst ganz anders an so etwas an, genau, als jemand, wo, so wie ich bin ja fast dreimal so alt wie du, oder damals dreimal so alt, wie wir es kennengelernt haben. Und da ist schon die Motivation ist anders, da ist man schon ein bisschen weniger entspannt, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, weniger entspannt zu sein mit 47. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also ich kenne viele, die halt jung sind und jetzt möchten, unbedingt das möchten machen, was sie unbedingt wollen machen. Und nicht sagen, ich will warten, bis dann und dann. Das sollte man grundsätzlich machen, dass man will. Da, genau, richtig. Egal wie alt man ist. Und genau, sagen, richtig. Dann, wenn ich dann das habe oder wenn ich pensioniert bin, das bringt überhaupt nichts. Also wenn ihr etwas machen möchte, macht ihr es heute. Ja, genau. Schön Wetter zum Beispiel, Schiffen kannst du das machen. Also das Wetter kommt sicher definitiv nicht drauf an. Das stimmt. Du bist ein Mitglied von Helvetic Collective. Das ist ein Instagram. Das ist ein Instagram-Account. Also eigentlich ist es Fotografik-Kollektiv, ist eine Gruppe von Kollegen, von Fotografenkollegen. Wir hätten im, wie kann man sagen, im Landschaftsbereich oder im Fotografiebereich, wo Outdoor. Und es sind einfach Kollegen, die gerne zusammen fotografieren und coole Projekte machen. Mhm. Das ist grob gesagt, ja. Wir schauen doch mal das Bild an. Ich würde sagen, der Vierwaldstättersee aus dem Flüger raus. Genau, richtig, ja. Und zwar
Brunnen? Also hier unten sehen wir gerade Brunnen, ja, also im Unterbereich. Über dem Stoss geflogen, also von Alpstock. Genau, gerade der Fronalpstock drüber geflogen. Und weil es halt meine Heimat ist, habe ich gedacht, das ist ein sehr cooles Bild. Und das ist wieder aus einem Winkel raus, der sicher nicht alltäglich ist. Aus dem Fronalpstock sieht man es recht oft. Ja. Aber wenn man natürlich über dem Fronalpstock mit einem Flügel noch im Bild, ist dann gar noch etwas anderes. Und es war auch eine sehr coole Erfahrung gewesen. Das erste Mal ein kleines Flugzeug zu fliegen. Also mitzufliegen. Okay, das ist klar. Ich bin mal auf dem ich bin eines von den ersten Panoramas habe ich vom Fronalpstock gemacht. Mhm. Ist eine extrem coole Aussicht. Definitiv, genau. Also wenn jemand nicht lange da oben war, am besten laufen drauf vom Ohrschach. Geht es relativ steil gerade rauf, relativ effektiv, relativ kurz, aber auch sehr anstrengend. Aber extreme Sicht zwischen auf den vier Waldstättensee. Genau, das ist wunderschön. Aber du gehst ja häufig auch zu Fuß, bist zu Fuß unterwegs. Das ist eher eine Ausnahme, dass du geflogen bist wahrscheinlich. Ja, mir hätte ich zu Fuß. Also ÖV möglichst schnell ran, genau. Und nachher zu Fuß mit dem Bike. Genau, also wie du gerade gesagt hast, ja, mit dem ÖV möglichst schnell kommen oder mit dem Auto. Und dann mit dem Bike weiter, mit zu Fuß weiter oder mit dem Ski weiter. Ja. Genau. Ja, du hast ja mich am Anfang auch vor allem genutzt, um ein Auto zu haben. Genau, ja, ich habe dich ausgenutzt nur für das, genau. Ich habe es dann schon gewählt, ja, genau. Ich würde sagen, du, ja, es ist okay. Ich bin an einem Ort angekommen, wo ich noch nie war. Wir waren am Arnisee. Genau. Und irgendwo in der... Wo sind wir noch? In so einem, ich weiß es nicht mehr, irgendwo in dem Bündnerland, wo man so ein schönes... Ah, See. Ja, genau. Und ich war so schnell nicht hingegangen, und es war cool gewesen. Wobei, eben, der See war gefroren, der Arnisee. Genau. Und er ist auf den See umgerannt, obwohl man auch nicht hätte dürfen. Und ich dachte, ja, wenn ich jetzt auch auf den See gegangen, im Prinzip muss man das Risiko ein bisschen trennen, ich bin dann außerhalb geblieben. Und dann dachte, ja, ich muss so... Ja, safety first. Safety first, genau. Ich dachte, ja, seine Mutter hat er mich dann kennt. Oder ja, genau, richtig. Seine Mutter hat auch schon gesagt, ja, es ist schon ein bisschen unsicher, wenn er so mit so Instagram irgendwo zwei, drei Nächte übernachtet. Und ich sagte, so, mach dir keine Sorgen, es ist besser als ein Bahnhof zu Zähnen umhängen. Genau, das definitiv, ja. Aber für sie ist es natürlich auch noch schwierig, der Sohn, der so jung ist und dann die ganze Freizeit irgendwo unterwegs. Das definitiv. Also vor allem etwas, am Anfang war es halt so, ich komme mit Freunden irgendwo auf den Berg rauf, wo es dann das Gefühl zu gefährlich ist, dass man irgendwo runterfallen kann. Und die meisten noch älter. Genau, die meisten noch älter oder am Anfang dann noch, im Nachhinein noch ins Ausland sogar. Und das war sicher spezieller für meine Mutter oder für meine Eltern. Aber momentan ist es jetzt normal geworden, kann man sagen. Dass ich einfach... Es ist nur noch nicht normal, dass ich extremere Sachen mache. Aber das kommt jetzt eigentlich, dass es normaler wird. Ja, jetzt bist du dann 18 und dann kannst du machen, was du willst. Genau. Das ist sicher auch noch ein Nachteil, dass du noch nicht 18 bist für gewisse Sachen. Also so Verträge unterschreiben mit irgendwelchen Firmen, die genau. Sponsoren. Genau, unter Umständen ist das schon ein Nachteil. Jawohl. Aber ich sehe es mir als Vorteil, dass ich so früh gestartet habe. Das ist klar, ja. Genau, und dass ich die Möglichkeit habe, jetzt schon die Sachen zu machen. Aber gewisse Sachen sind natürlich schwieriger, wenn man noch nicht 18 ist. Zum Beispiel, wenn ich eine coole Aktivität mitmache, und die ist eigentlich rein theoretisch nicht ab 18, aber oder irgendwo Skitouren mit Guides, ist zum Teil auch ein schwieriger gewesen, aber mir hätte ich ist kein Problem, wenn man also unter 18 unterwegs ist. Mit den Leuten einfach reden und ein ja. Man muss sicher auch die richtigen Eltern dazu haben, dass sie es zulässt. Genau. Wo ist das? Das ist Seceda oder Seceda heisst es, ist in den Dolomiten. Ist ein, rein theoretisch ist es ein sehr, wo man sehr einfach hinkommt. Aber es war eine sehr, sehr coole Stimmung und wegen dem ist es auch eines meiner Lieblingsbilder geworden. Für mich sind sie ein bisschen weiter weg, Bergsteiger. Wie meinst du das? Also die zwei Personen sind einfach... Also zuerst schaust du Berge an, und irgendwann denkst du, das sind zwei Figuren. Sind die das Hauptmotiv oder sind die einfach zufällig? Wie hättest du sie weggestempelt, wenn sie nicht hingehört? Ja, wenn sie nicht zugehört, extra... Also sind Kollegen von mir, okay, die ich übergeschickt habe. Das ist aber relativ weit, oder nicht? Es ist recht weit, ja. Sind sich, könntest du schnell drüber ein Foto machen? Also sind die selber sogar auch noch mitgebracht. Okay. Dass ich dachte, ja, wir gehen jetzt drüber. Das ist sicher noch cool mit den Schneeschuhen. Und da ist es einfach sehr wichtig, um zu zeigen, wie gross es effektiv ist. Ja, klar, das sieht man natürlich schon, ja. Also sehr oft werde ich das eigentlich ich nicht unbedingt reinbringen. Also den Scale zeigen, also die Größe zeigen. Aber da war es jetzt extrem spannend, weil ich glaube nicht, dass es so massiv erschienen hat, wenn man die Person dort nicht sieht. Das stimmt, ja.
Also man hat kein Grössenverhältnis. Okay, das ist der Grund. Ja, dann, ist das, dann macht es Sinn. Aber sonst finde ich eben, für das ist persönlich ein klein zu dem Sinn. Und ich finde es extrem lustig, weil gerade eine Person ist da noch gestolpert. Gerade dort. Das die rechte Person ist gerade. Dann mit dem Bike irgendwo... Wo? Das ist von Piz Neier. Oder Neier. Aha. Im Engadin. Also unten links sehen wir St. Moritz. Rechts sehen wir Silva Plana. Und hinten sehen wir wunderschöne Bergwelt vom Engadin. Piz Palü und der Piz Bernina. Und du bist ein sehr cooler Dude vorne drauf. Das bist du wahrscheinlich. Nein, nein. Nicht. Du bist meistens hinter der Kamera. Ja, nicht, wenn ich hinter der Kamera, also ich bin meistens hinter der Kamera. Und ihr könnt aber auch, sind meistens zweite, dritte oder noch mehr Leute, dann ist es nicht so schwierig, irgendjemanden vorne anzustellen. Ja, genau, das ist kein Problem. Weil ohne Person wäre es jetzt ein bisschen. Ich sage immer, für mich ist ein Bild ohne Person drauf, also im Streetbereich sowieso, ist es eher ein totes Bild, weil Landschaft ist für mich jetzt langweilig. Ich muss irgendwie noch etwas reinbringen. Noch ein bisschen Action, oder eine Story. Oder ein Gefühl oder so. Genau, richtig. Und da ist das Gefühl, der hat es jetzt geschafft, bis oben rauf. Ja, genau. Der Rest hat das Velo noch müssen tragen, weil es so steil ist. Also, das ist die Story dahinter. Also, die wollte ich vermitteln. Ja, aber man sieht ja hinter der Bahnlinie. Okay, hast du mit dem Bahn? Ja, wir sind bei Sonnenaufgang mit dem Bändchen rauf. Okay. Um 4 Uhr morgen oder um 5 Uhr morgen aufs 4:30 Uhr, glaube ich, aufs Bändchen. Da oben sogar ein schönes vorbereitetes Morgen gehabt. Rein theoretisch. Die haben wir dann, auch wir zwei sind dann die, die dann keinen Zmorgen hatten zuerst. Ja. Morgen fotografieren sind, geile Morgenstimmung ausgenutzt haben. Und er hat recht gut können fahren und ist dann haben wir gesagt, ja, willst du nicht mal dort raufklettern? Ich sagte, ja, easy, machen wir. Nein, es ist schon, es braucht ein bisschen nach der Geschichte im Bild. Sonst ja, genau, richtig. Das Bergpanorama, das ist einfach zu wenig. Du warst kürzlich auf dem Matterhorn gewesen. Ja, mehr oder weniger kürzlich, ja. Aber wenn das ausgestrahlt wird, ist es ein bisschen später, aber du warst gewesen. Und das Projekt, ist das ein Projekt für die Lehre? Es ist rein theoretisch ist es also so als Projekt für meine Lehre verkauft oder für meine Abschlussarbeit, also ja. Vertiefungsarbeit von meiner Schule, von der Lehre. Also wenn ich jetzt im dritten Lehrjahr bin, muss ich dann Vertiefungsarbeit machen. Rein theoretisch kann es alles sein. Es muss einfach von den Lehrern angenommen werden. Und das ist dann noch genug aus überraschenderweise angenommen worden von der Schule oder von meiner Lehrerin. Und das hat mich dann überrascht, aber dann habe ich gedacht, ja, machen wir, jetzt geht's los. Was ist der Titel? Oder der Titel ist von 0 auf 4478. Aha. Das, weil 4478 ist die Höhe vom Matterhorn und 0 ist mein Level im Bergsteigen. Also ich habe noch nie... Jugendlicher Leichtsinn. Kann man so sagen? Ja, ja, man kann es so sagen. Also du bist noch nie bergsteigen in dem Sinn, also so... Also, wie sagen wir denn? Was ist das einfach das Level? Ich klettere Bergsteige ja nicht unbedingt, nein. Also das Einzige, was ich vorher gemacht habe, ist eigentlich mal oder zweimal einen Klettersteig. Ja. Und ein paar Tage vorher habe ich noch das Breithorn gemacht. Ja. Das ist der, kann man sagen, der einfachste 4000er von der Alpen. Ja. Da kann man einfach, man kann auflaufen, recht einfach auflaufen. Also es ist nicht klettern. Wir setzen schon ein Seil an, weil es auf dem Gletscher ist zum gewissen Teil, aber rein theoretisch ist es sehr, sehr einfach, aufs Breithorn zu kommen. Und was war die Herausforderung auf dem Matterhorn, nebst dem, dass du das noch nie gemacht hast? Einfach sich am Anfang mal einen Sponsor zu finden. Okay, weil der Bergführer kostet etwas. Genau, der Bergführer geht recht ins Budget. Das ist eigentlich, man sollte natürlich nicht ohne Bergführer gehen, vor allem wenn man keine Erfahrung hat. Das machen Touristen schon falsch. Das genau, richtig. Die Heimischen auch falsch machen. Genau, richtig. Und schlussendlich ist das ganze Klettern ist extrem spannend gewesen. Und sehr anstrengend. Und das kombiniert mit der Höhe hat es natürlich schon eine Herausforderung gemacht. Und das dann noch kombiniert mit dem Fotografieren und Filmen. Ja, das ist so das Hauptding. Das gehen als YouTube-Video. Genau, richtig. Den wir verlinken. Ist, ja, da sieht man so ein bisschen, wie es war. Du, ja, genau. Du hast gesagt, du hast zu wenig Zeit gehabt zum Fotografieren und Filmen. Hast du schon noch mehr gemacht? Am liebsten hätte ich alles Schritt für Schritt dokumentiert und jeden. Und halt auch aus anderen Perspektiven. Ja, man sieht häufig in die eigene Perspektive. Genau, weil hier eine GoPro ist immer praktisch angeschaltet war. Ja. Und ich habe noch viele andere Winkel probiert einzufangen, aber es ist natürlich nicht immer gegangen, weil ich mich konzentrieren musste, dass ich nicht unbedingt abgehe. Ja, und du brauchst auch mehr Zeit und so. Und du müsstest mal irgendwie dich vom Seil lösen und irgendwie an einem anderen Ort stehen. Oder mit genau, richtig. Und mit der Drohne rumfliegen. Weißt du, könntest du zwei, drei Mal raufgehen, um... Ja, genau, um einen richtigen Film zu machen.
Ja, aber es hat auch schon, man sieht auch schon, also man sieht dafür die Anstrengung oder man sieht dafür, dass, was du ja. Mitgemacht hast. Ja, man sieht, dass ich am Schluss auf allen vier hochgelaufen bin. Ja, das gehört dazu. Das sicher, ja. Das ist übrigens das Bild dazu. Genau, richtig. Matterhorn. Aber es lohnt sich schon, wenn man da oben ist. Das definitiv, ja. Weil aus dem Winkel sehen wir das Matterhorn nicht oft. Also ich habe auch recht schwierig gefunden, Bilder vom Gipfel zu finden, auf Google zum Beispiel. Ja, weil niemand Kraft gehabt zum Fotografieren. Ja, die meisten nehmen halt durch eine kleine Kompaktkamera auf und teilen es nachher nicht. Und dann denke ich, ja, dann machen wir mal ein cooles Gipfelbild. Jawohl. Das ist auch praktisch das einzige gute Bild geworden. Weil rein vom Licht her war es extrem schlecht gewesen, natürlich. Man hat hier schon fast halt normale Sonne am Himmel oben gehabt, blauer Himmel. Aber trotzdem halt die Story dahinter, wo jetzt hier eine, für mich so vor allem ein emotionaler Teil ist. Und dann sind all dort wieder abgelaufen, was aufgelaufen sind? Also wir haben in dem Fall sehr wahrscheinlich schon, ja. Weil also, hast irgendwie extrem viel, also extrem viele Leute auf dem Video drauf, also ist relativ stark frequentiert. Also wir haben extrem wenig Leute gehabt. Okay. Also wir haben vielleicht etwa 10 Seilschaften gehabt. Jawohl, ist immer noch genug wahrscheinlich zum Kreuzen und so, ist immer ein bisschen mühsam. Es geht noch, es ist recht einfach gegangen, aber wenn es natürlich dann 140 Leute am Matron sind, was zum Teil kann sein oder noch mehr, je nachdem, dann ist es natürlich dann schwieriger. Und wir haben recht Glück gehabt, wir haben extrem wenig Leute gehabt, wir haben extrem wenig Kletterer gehabt. Okay, cool. Und wir konnten recht früh starten, sind recht schnell vorwärts gekommen. Ich dachte natürlich, alle anderen überholen mich die ganze Zeit, weil das habe ich natürlich im Hinterkopf gehabt. Aber ja. Wie lange läuft man von der Hörnli Hütte? Das ist von 3-2. Dort, wo man startet, was genau. Das Bergsteigen losgeht bis hoch. Das sind etwa 1200 Höhenmeter. Genau, richtig. Rein theoretisch würde man so etwa 4 Stunden rauf, 4 Stunden runter. Okay. Also, oder noch mehr. Je nachdem, wie viele Leute hat, wie viele Leute hat. Aber wir hatten verhältnismäßig wenig Leute gehabt. Und die Bedingungen waren super gewesen. Wir waren das zweite oben gewesen, glaube ich, oder so. Und haben dann nachher extrem schnell wieder runtergehen können. Und haben so praktisch, also haben nie einen Stau gehabt, was es wirklich zum Teil gibt. Ja. Und das ist ohne Problem gelaufen. Wir haben 3 Stunden 14 rauf gehabt. Okay. Und 2 Stunden 44 runter. Okay, also rund 6 Stunden. Genau, aber das ist nicht nur, also das ist ein kleiner Teil gewesen, dass wir verhältnismäßig ein bisschen schneller sind. Der größte Teil war, dass einfach so wenig Leute hat. Wegen dem sind wir auch schneller gewesen. Ja. Okay. Dann wieder einer, was Berg trägt. Genau. Den trage ich immer tragen. Ja, mir hat ich halt um an die coolen Orte aufzukommen, also die coolen Berge noch, dann tun wir halt noch eine Runde drehen. Und sieht dann recht cool aus, wenn man das Bike trägt. Ist das bei uns? In der Schweiz? Das ist in der Schweiz, ja, tatsächlich. Das ist krass. Es ist ein... Sicher, die Stimmung hat dazu beiträgt, sieht super geil aus. Und das ist in der Lenzer Heide. Ja. Also das ist, glaube ich, das obere Rothorn oder so etwas heisst. Oder nein, das Barbaner Rothorn. Mhm. Genau. Und die Stimmung war cool gewesen. Wie suchst du deine Spots raus? Du willst eben nicht an die Orte, wo alles geht, oder suchst du einen schönen Spot aus und denkst, ich gehe jetzt noch irgendwie noch weiter rauf oder an einen anderen Ort und suche mir etwas Neues? Dort war eigentlich so das Hauptding, wir wollten eigentlich viel biken. Weil dort ist so, es hat einen Bikepark unten dran und ich wollte recht halt üben, meine Sachen zu gumpen, schneller zu sein, besser Effizienz beim Biken so zu haben. Aber dann haben wir trotzdem noch, ist der Kollege, der dort wohnt, geschrieben, so, ja, gehen wir rauf, noch auf den Rothorn für den Sonnenuntergang. Oder für bis dann, wo das Licht besser wird. Und dann war es einfach eine spontane Entscheidung. Und das ist auch wieder halt ein Local, der dabei war. Ja. Das hilft extrem. Also ich denke, eine Person, die dort schon praktisch alles kennt, kann so coole Sachen zeigen, weil nicht alle hingehen. Ja. Und dort kann man recht weit rauf, sogar mit dem Bändchen. Und nachher kann man einfach noch coole Teile rauflaufen. Und dann finden wir recht oft halt Sachen, die ein bisschen spannender aussehen. Oder einfach beim Bändchen gerade direkt. Ja klar, ein bisschen zusätzlichen Weg musst du unter die Füsse nehmen. Genau. Ich habe mir überlegt, du bist jetzt noch jung. Wenn man nach deinem Namen googelt hat, findet man Interviews, was heisst irgendwie so 14-Jährige, von der Fotografie, 16-Jährige macht das und das. Mhm. Was machst du denn, wenn irgendein der Altersbonus weg ist? Dann bist du einfach nur noch ein normaler Fotograf. Ja, genau. Hast du das mal überlegt? Das habe ich mir nie überlegt. Ist aber eine sehr gute Frage. Ich habe mir noch nie überlegt, was da noch... Sicher definitiv würde ich
probiert Sachen zu machen, wie gesagt schon, was andere nicht unbedingt machen. Mhm. Also es gibt nicht so viele Sportfotografen oder die halt ein bisschen in den extremeren Bereich gehen, als Studiofotograf jetzt zum Vergleich oder einfach normal. Ich habe den Martin Bissig interviewt. Genau, zum Beispiel. Schaut das vor, könnt das noch anschauen. Das ist auch einer, der in die Richtung geht. Aber für den gibt es nicht viel, das stimmt. Das, ja. Genau. Also Martin macht es eigentlich praktisch perfekt oder sehr, sehr gut. Aber er muss sein Geld mit so ein bisschen normaler Fotografie verdienen, damit er die anderen Jobs machen kann, gesagt. Das glaube ich, ja. Also von dem her musst du wahrscheinlich schon ein bisschen auch Brotjobs annehmen, die jetzt nicht unbedingt cool sind, wo vielleicht drin bist oder irgendwie musst du Immobilien fotografieren oder ja, genau. Hochzeiten vielleicht nicht unbedingt. Aber einfach so ein bisschen andere Sachen, um überhaupt dann die Passion können zu finanzieren. Das zum Teil schon, ja. Das würde ich auch, das habe ich mir auch überlegt, dass es definitiv der Fall sein, dass ich halt nicht so coole Aufträge kann machen. Also momentan mache ich halt nur coole Aufträge. Also ich habe die Möglichkeit, super coole Sachen zu machen. Und dann halt mal nachher zu schauen, ja. Du bist noch bis im Juni nächstes Jahr in der Lehre. Als Fotograf, ja, genau, richtig. Fachangestellte. Genau, richtig. Und danach willst du dich selbstständig machen? Oder versuchst du irgendwo noch nein, zu arbeiten zuerst? Oder willst du... Also ich habe verschiedenste Ideen, was ich machen will. Also sicher mal selbstständig machen wäre nicht mal eine schlechte Idee. Mhm. Vielleicht vielleicht beim Kollegen in einer Firma einsteigen. Momentan sind wir auch am etwas aufbauen. Wo momentan noch in der... Also momentan ist es eigentlich jetzt so im Startbereich drin. Und für möglichst viele verschiedene Standbeine haben und die zu pflegen. Ja, weil es kann ja sein, dass gewisse Sachen in einem nicht mehr so populär sind oder schwierig. Genau, richtig. Also zum Beispiel Instagram probiere ich immer noch weiterzumachen, Sachen mit dem zu kombinieren, aber nicht alles voll auf das zu setzen. Wie lange lebt Instagram noch, so wie es jetzt ist? Ist es schon auf dem Höhepunkt oder geht es noch? Es ist sicher für gewisse Leute ist schon wieder am Abo gehen. Also für gewisse Leute die sind ausgestiegen oder wenn nichts mehr mit dem zu tun haben. Weil es einfach keinen Spass mehr macht. Ja, genau, weil es zu viel das Gleiche ist. Zu ja, viele haben das alles schon gesehen. Also Follower, die abspringen oder Influencer oder Instagramer, die abspringen? Ich glaube beides. Beides. Den Leuten wird es einfach zu viel, sie werden es dann gar nicht mehr sehen. Ja, ist klar. Es ist eine Übersättigung sicher vorhanden. Ja. Aber momentan ist es immer noch, für mich macht es immer noch Spass, um das zu pflegen. Und dadurch, dass alle sehr, sehr oft das Gleiche machen, habe ich dann wieder Ansporn, um andere Orte zu gehen. Andere ja, Fotos zu machen, ja, andere coole Sachen. Es gibt ja, ich habe in einem anderen Interview ein bisschen darüber geredet, Insta-Repeat, wo einem einfach so ja, genau. Gleiche Bilder von Instagram zeigen, wo zum Zeigen, es ist einfach sehr viel Einheitsbilder. Ja, genau. Bin ja oft drauf, alles, alles uralte Bilder. Ja, weil am Anfang halt das machst. Ja, logisch. Genau, richtig. Das hat mich inspiriert von anderen Leuten und dann habe ich das probiert nachher zu machen. Ja. Ja, so fängt jeder wahrscheinlich an. Und irgendwann musst du auch aus dem rauskommen, einen eigenen Stil entwickeln, damit du überhaupt eigenständig kannst. Genau. Das ist klar. Ja, dann haben wir wieder... Wieder der gleiche Berg eigentlich. Ich sage jetzt ein Suchbild, wo sind Bergsteiger? Ja, genau, richtig. Von dieser Seite, oder was? Ja, genau, richtig. Das ist jetzt... auf der rechten Seite, da hinten, weiter hinten, wäre es ein bisschen neuer, der Berg, den man vorher gesehen hat. Und das ist jetzt eine sehr, sehr neue Aufnahme vom Piz Balü. Das ist der rechts. Und ich weiß gar nicht, wie der Berg heisst, wo die jetzt drauf sind, Skifahrer. Aber das ist... Und da sind wir raufgelaufen mit den Schneeschuhen und fahren nachher mit den Ski runter? Nein, wir sind nicht raufgelaufen. Das sind andere, die dort sind? Das sind unsere Guides, die sind dort kurz raufgegangen. Sind irgendwie kurz in 5 Minuten sind sie gesagt, ja, gehen wir kurz auf den Berg rauf. Sind sie kurz zack, auf den Berg raufgelaufen mit den Ski. Jawohl, also mit Tourski. Genau, mit dem Tourski. Ja. Mit dem Feld dran. Mhm. Und wir sind aber unten geblieben. Und ich habe da nur die Drohne kurz raufgeschickt. Ah, okay, gut. Ja. Also ich wäre gerne raufgegangen, aber ich bin noch zu wenig gut im Skifahren. Oder wäre immer noch zu wenig gut. Also Drohne ist logisch das Thema bei deiner Fotografie. Genau. Du machst auch Videos, können wir auf den YouTube-Kanal schauen. Es gibt noch einen YouTube-Kanal Seiya Photography mit 0 Videos und 0 Followers. Da könntest du mal noch löschen. Ich bin heute googeln und habe gesagt, hey, das ist gar nicht drauf. Okay. Und da gibt es noch einen Seiya Eckler. Ja, genau. Nicht, dass er mit dem Falschen drauf geht. Ja, genau, richtig. Also du machst auch Videos, Auftragsarbeiten und was man macht. Also es ist auch ist aufwendiger eine Videografie. Von der Zeit her? Ja, viel, ja, einiges aufwendiger. Aber ist es auch das, was zukunftsträchtiger ist? Ja, es macht auch nicht jeder. Also nicht, die Minderheit tut dann eigentlich ein Video produzieren. Und,
Aber ich finde es trotzdem extrem spannend. Bist du der Meinung, Video wird mehr von deiner Zukunft einnehmen als Fotografie? Das kann ich nicht genau sagen. Aber es wird sicher ein grosser Teil bleiben. Oder werden. Also noch grösser Teil sein. Weil es wie auch so eine gewisse Nische vorhanden ist dort. Also wie auch bei den anderen Sachen, die ich mache, ist, das ist, macht nicht jeder. Ja, und es braucht heute wahrscheinlich beides. Also wenn das du etwas anbietest, kannst du nicht sagen, ich mache eine Fotografie, dann kommt dann noch ein Video. Ja, genau. Dann bist du eigentlich schon aufgeschmissen, wenn du ein Video filmen kannst. Das ist sicher ein grosser Vorteil, beides zu können. Mhm. Und vor allem halt, moderne Videotechnik zu verwenden. Also nicht was von der, heisst moderne Videotechnik? Also anders filmen als die herkömmlichen Filmer. Jawohl. Also ich sehe einiges halt, wo... Also es ist ein guter Film, es ist einfach nichts Spannendes. Es ist einfach langweilig. Genau, langweilig. Das ja, Video muss spannend sein. Es ist aber das Gleiche, wenn ihr jetzt einen Film anschaut, der vor 15 Jahren gedreht worden ist, das sind Schnitt viel länger. Also genau, es richtig. Es ist viel langweiliger und heute ist der Schnitt so kurz. Genau. Dass all die das Gefühl haben, der Schnitt zeigt schnell, sind einfach zu alt, um das Video zu machen. das kann sein, ja genau. Das ist schon so. Man gewöhnt sich schon sehr stark an kurze Schnitte, wenn man das sich anschaut. Genau. Und für gewissen ist es einfach dann schnell und das ist halt schon ein bisschen das Generationenproblem. Das auch, ja. Also auch wenn ich oft für zum Beispiel für ältere Personen muss ein Video schneiden, ist es meistens schnell. Ja, klar. Dann, ja. Das habe ich auch schon gehört. Ja, genau. Auch bei meinen Produktvideos noch zum Teil. Weil ja, man ist einfach irgendwie zum Teil so schnell unterwegs, dass man es sehr schnell langweilig wird. Das Bild, genau, ja. Das Videobild, das länger als 2-3 Sekunden geht, ist einfach zu langsam. Das definitiv, ja. Weil dann einfach nichts passiert. Also das Auge ist sich so gewöhnt, dass man so schnelle Bildabfolge hat in der heutigen Zeit. Ja. Dass einfach etwas passiert. Genau. Und mit was filmst du denn? Auch mit der gleichen Kamera, die ich fotografiere, und mit der Drohne. Also ich fotografiere mit Olympus und filme auch mit Olympus. Und Drohne. Er ist ein DJ, wie fast jeder. Was für einen? Mavic 2 Pro. Okay. Genau. Ja, ich kann ja noch mitgeholfen, vielleicht zu Olympus bringen, oder? Genau, und richtig. Ich dir viel dazu beitragen. Ich gehe schwer davon aus. Es ist ja lustig, dass er kennt einen, der bei Olympus arbeitet, der bei dir in der Lehre war. Oder gleich Ort, ich weiß nicht, ob er die Lehre gemacht hat, aber der gleiche Ort gearbeitet hat. Jawohl. Und der hat schon mal ein bisschen gesagt, ja, das sei ja und so, und das ist aber nichts passiert. Da habe ich einmal ein E-Mail geschickt und gesagt, wenn ihr den jetzt nicht nehmt, sind ihr selber schuld, so in dem Stil. Da hat er glaube ich noch nicht mal 10'000 auf Instagram. Ah, nicht mal 1'000. Nicht mal 1'000, stimmt. Das ist noch ein Jahr. Das ist 700, ein Jahr her, eineinhalb. Das ist, ja, ich würde sagen eineinhalb, zwei Jahre. Und heute bist du auf 31'100. Heute haben wir gleich viele Follower. Yeah, Anfangs, mein Ziel erreicht, das kann ich aufhören. Mitte Dezember haben wir das aufgenommen. Und wahrscheinlich wird es, wenn es ausgestrahlt wird, Ende Februar, wird es viel mehr sein. Ja, ich glaube, ich muss auch auf die Jungen setzen. Die Jungen sind die, die morgen fotografieren. Die ja heute schon fotografieren, weil ich ganz eine andere Ziele ansprechen. Genau. Und das ist schon entscheidend. Und darum, ja. Das ist nicht unbedingt ein Bild von der heutigen Zeit. Nein, es ist. Es sieht ein bisschen aus, wie es halt extrem alt wäre. Es sieht aus, auch von der Bearbeitung her, als wäre es 50-jährig. Erzähl Geschichte dahinter. Also Geschichte dahinter, ich bin angefragt worden vom Kollegen, seinem Vater. Ja, ich habe ein Videoprojekt. Ich brauche 4 Videos von 4 coolen Oldtimer. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir nachher an 2 Tagen, eins mit einem Bugatti, das wäre jetzt auch auf dem Bild hier, ja. Mit einem Isotta Fraschini, ist ein Auto, das sehr, sehr ähnlich wie ein Rolls Royce ist. Und mit einem Lamborghini, Miura und noch ein Ferrari sind dann auf die Schweizer Alpenpässe gegangen. Und wir hatten eine sehr coole Zeit gehabt. Also wir sind in recht eine grosse Gruppe gewesen. Jeder konnte ein bisschen fahren, außer dich. Und 17. Ja, genau. Und ich habe dann das filmisch festgehalten. Und es gibt dann schlussendlich 4 Videos. Zu jedem Auto ein Video. Gut. Die tun wir dann hoffentlich auch verlinken. Ja, wenn sie dann Schluss sind. Ja, genau. Sind. Ja, und dann da der auch hinten raus, der ist vom Auto. Ja, genau, richtig. So wie ich es gehört habe vom Fahrer, dass das Auto, der kommt immer gleich viel Öl über. Und beim Abfahren braucht es irgendwie nicht. Und dann. Das nächste Mal Gas gibst. Genau, dann kommt einfach die ganze Rauchwolke raus und zack. Und das ist recht oft passiert. Und es macht es recht spannend, weil. Normalerweise hat es nie so viel Rauch, wenn ein Auto durchfährt. Und bei dem ist es
hat es sein Auto so ein bisschen vorgehoben, weil es schön auf dem weißen Hintergrund zeigt. Und du stehst dort oder du fährst mit einem anderen Auto vorher? Ja, wir haben zwei Autos dabei. Aha. Dort wir haben drei Autos gehabt, noch ein G-Klasse, wo so ein Filmer-Auto war. Mhm. Aber das ist dann, die Person mit der G-Klasse hat schon ein bisschen früher gehen. Und dann haben wir einfach nur zwei Oldtimer gehabt. Und dann beim Abfahren haben wir dann, bin ich dann im Vorderauto gewesen, also in dem Isotta Fragini. Also es sieht noch viel älter aus als der Bugatti dort vorne. Und hat so einen kleinen Sitz hinten dran. Und so einen, man sagt, einen Schwiegermuttersitz. Ich weiß nicht genau wieso, aber es ist, weil es ein bisschen abwertender Sitz ist, weil man ist hinten drauf und sieht praktisch nichts, weil man irgendwie so vorne dran schaut. Aber ich hatte dort perfekt die Möglichkeit gehabt, zum Fotografieren. Und hinten raus der Bugatti schön im Obiglicht auf dem Furka-Pass können fotografieren. Ja, sehr cooles Bild. Da gibt es sicher noch mehr Bilder von dieser Serie. Nicht so viel, aber es sind noch ein paar mehr. Weil es ist mehrheitlich nicht ums Filmen gegangen. Ja, aber das Video wieder ähnlich ausgesehen vom Stil. Genau, richtig. Vom Look her. Genau. Bin ich gespannt. Also bei dem Auto sicher, ja. Dann irgendeine Höhle, Gletscher. Genau, richtig. Aber ist das eine Skipiste oder ist das etwas? Sieht das auch viel befahren aus vorher? Da sieht es sieht recht befahren aus. Es liegt daran, wir sind dort go Heli skien. Okay. Oder wir sind mit dem Heli auf 4200 Meter sehr wahrscheinlich. Um das herum, dort sind wir dann gelandet. Also ein paar Meter unter der Tiefvorspitze auf dem Monte Rosa Gebirge. Und sind dann von dort oben runtergefahren. Mhm. Bis auf Zermatt ab eigentlich. Zuerst im oberen Bereich sehr viel Tiefschnee bis der Monte Rosa Hütte. Dort habe ich dann übernachtet. Normalerweise macht man das an einem Tag das Heli-Skiing. Da ist man oben dran und fährt bis ganz runter. Aber ich habe dann gedacht, ja, ist ein bisschen wenig. So in vielleicht in 3 Stunden, 4 Stunden wäre es dann schon fertig gewesen. Dann habe ich das in 2 Tage aufgeteilt, dass ich mit dem Guide, wo man dort im Bild sieht, am ersten Tag rauf bin. Mit dem Helikopter runtergefahren bin. Auch ohne Erfahrung. Dann in der Monte Rosa heute übernachtet habe. Und dann am nächsten Tag runtergefahren bin mit dem Guide wieder, der am nächsten Tag mit der nächsten Gruppe aufgegangen ist. Okay. Und das ist im Gorner Gletscher inner. Jawohl. Das ist so der Gletscher, den man sehr gut in Zermatt sieht. Und das ist. Gletscher finde ich immer sehr spannend, weil das Bild kann man jetzt schon wieder nicht mehr machen, weil sie jetzt sehr weg ist. Ja. Die schmilzt immer durch den Sommer und gibt wieder neue. Und ja, das ist auch. Ich habe manchmal das Gefühl, du hast in den letzten 2 Jahren so viel erlebt wie andere im ganzen Leben. Ich probiere einfach möglichst viele coole Sachen das zu umsetzen klar, können. Das sollte man viel mehr machen. Mountainbiker wieder mal. Genau, richtig. Ein bisschen grün in der Mitte, der Rest ist ganz krass von der Farbe her. Das war im Herbst. Jawohl. Mit dem Kollegen Daniel Knecht, den wir drauf sieht, und mit noch ganz vielen anderen sind wir im Val Müstair unterwegs gewesen. Hier rechts ist der Schweizer Nationalpark, hier links ist Val Müstair. Wir waren gerade so knapp auf der Grenze. Und extrem spannende, rein von der Lichtsituation her, war sehr, sehr cool. Gewesen. Und auch von der Farbe her vom Gras. Also hat so einen leicht rötlichen Ton. Ja, das ist. Und man kann nicht mehr essen in der Schweiz, kann ich einfach zu wenig mehr bewegen. Ja, definitiv. Nicht immer in der Stadt unterwegs sein. Man sieht halt einfach gewisse so Standardbilder von den Bergen und man sieht zu wenig so Sachen. Mhm. Mich interessiert mich zu wenig für das, ist schon so. Es ist sicher halt ein Ort, wo der Schweizer Nationalpark wird verhältnismäßig extrem wenig fotografiert, habe ich das Gefühl. Mhm. Vielleicht, weil man auch extrem viel laufen muss. Ja, das ist schon so, das ist schon das Thema. Also, es fahren Strassen unter der Tür, aber um an diesen Ort zu kommen, muss man entweder das Bike tragen oder muss hinterher recht lang laufen oder im Winter Skitouren. Und das ist. Stich mit dem Bike kommen recht schnell dorthin. Ohne. Also trotzdem mit viel Anstrengung. Also kann man sich recht trampen. Okay. Ja, es gibt keinen. Man muss den Preis zahlen, um das Bild zu machen. Genau, richtig. Die Frage stelle ich allen, aber du, für dich ist es wahrscheinlich anders. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Jetzt hast du noch eine andere Frage. Hast du noch andere Hobbys als Fotografieren? Weil du hast eigentlich dein Beruf ist Fotografie, dein Hobby ist Fotografie. Klar, noch ein Biken und Bergsteigen. Aber hast du noch andere Hobbys? Oder hast du überhaupt noch Zeit für andere Hobbys? Also andere Hobbys nicht unbedingt. Also ich tue ja alles probieren mit dem Fotografieren zu verbinden. Aha. Heutzutage ist es nicht mehr so, ich gehe dann wegen Fotografieren, sondern ich gehe dann wegen der Aktivität. Und machst du das Fotografieren. Okay, gut.
Also ist auch die Aktivität im Vordergrund? Ja, genau. Also ich habe angefangen mit, dass ich bin inspiriert worden von Extremsportvideos oder von GoPro und Red Bull. Mhm. Weil irgendwie krasse Typen mit Fallschirmen, die sie irgendwo abgekumpelt sind oder mit Velos irgendwie krasse Sachen gemacht haben. Und das hat mich dann inspiriert, um selber Videos zu machen. Mhm. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich dann zu der Fotografie gekommen bin und schlussendlich dann beides gemacht habe. Am Anfang natürlich nicht extrem Sport oder irgendwelche Sportaktivitäten, sondern einfach im Nachbarswald irgendwie ein bisschen coole Sachen zu finden, zum Fotografieren. Also das erste Video hast du mit der Glaskugel gemacht? Genau, mein erstes grösseres Projekt war so ein Glaskugelprojekt, so Fotografie gewesen, durch die Schweiz zu reisen, alle Bilder nur durch eine Glaskugel zu machen. Aber das war schon interessant gewesen, zum Schauen, weil das ist schon relativ aufwendig produziert, also in Anführungszeichen. Ist für damals, ja. Ja, für den Anfang ist nicht schlecht. Genau. Heute schaust du zurück und musst lachen. Ja, genau, richtig. Ja, wie hat sich deine Fotografie oder dein Leben verändert? Also, ich hatte zuerst sehr viel gegamed. Vor dem, wie jeder im Alter? Wie die Mehrheit wahrscheinlich schon in meinem Alter. Also, ich bin vor der Schule, nach der Schule, jede praktische Möglichkeit am Gamen gewesen. Letztes Mal hatte ich einen Vortrag bei meinem Lehrer und der hat es dann auch sehr, sehr spannend gefunden, weil er das natürlich schon gemerkt hat, dass ich extrem viel halt, glaub, gegamed habe. Und hat dann den Wechsel gerade gemerkt, als ich dann in die Natur gegangen bin. Vom Computer in die Natur. Das ist ein grosser Schritt, ja. Ja, genau. Und dann auf Fotografieren haben. Und ich bin sehr, sehr offener geworden, seitdem ich fotografieren tue. Vorher hatte ich sicher nie mit irgendwelchen Personen aus dem Internet irgendwie, oder zum Beispiel das mit dir. Ich wäre nie mit dir in jemandem in die Stadt gegangen, einfach fotografieren. Mit der Person, die ich vorher nicht gekannt habe. Und ich bin dann, habe dann einfach alles auf mich zukommen lassen, habe vieles probiert, viele neue Leute kennengelernt, viel Zusammenarbeiten können schliessen und möglichst das können machen, was ich wollte machen oder was ich immer noch machen wollte. Mhm. Ja. Das ist eigentlich das, was Fotografie recht verändert hat. Ich habe die Möglichkeit, mir hat das unbedingt, die Projekte, die ich im Kopf habe, umzusetzen irgendwie. Und es funktioniert komischerweise immer meistens. Ja, aber es funktioniert aus dem Grund, wenn du motiviert bist und die richtige Einstellung hast. Das ist schon entscheidend. Und keine Ausrede suchst, dass du es nicht machst. Ja, wie alle anderen. Ein gewisser Teil. Weil es gibt keine Ausrede, etwas nicht zu machen. Oder? Ja, es gibt nur gewisse Grenzen, aber die Grenzen kann man recht weit ausweiten, finde ich. Sehr gute Einstellung. Und auch eben, das Alter ist kein Problem, sollte kein Problem sein. Also einfach das zu machen, was mir gefällt und das zu verbinden mit der Fotografie, coole Aktivitäten zu machen, ja. Das ist so das Ding, das die Fotografie mitgebracht hat oder die Videografie. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke vielmals. Und ich werde noch ein paar Mal sehen, also jetzt nicht bei uns, aber sicher, wenn wir googeln, schaue ich mal seine Arbeiten an und ich denke, das ist der erste Anfang, den wir gesehen von dir. Ja, ich hoffe es, ja, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ich war von Anfang an dabei. Ja, genau. Tschüss zusammen. Tschüss, danke mal.